In Mexiko wurde ein Megalabor für Meth aufgelöst. Das teilten mexikanische Streitkräfte mit. Mit sage und schreibe 72 Laborreaktoren ist die Anlage die mit Abstand größte, die jemals in Mexiko ausfindig gemacht werden konnte. Sie wurde tief im Wald des nördlichen Bundesstaates Sonora entdeckt. Laut offiziellen Angaben wurden dort über 4 Tonnen fertig hergestelltes Methamphetamin und knapp 1,3 Tonnen Vorläuferchemikalien beschlagnahmt.